Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Klaus Stoll, für eine lange Zeit Solobassist in diesem Berliner Philharmonischen Orchester, 43 Jahre im Gesamten. Das heißt, dieses Orchester war meine Heimat, meine musikalische Heimat. Ich möchte gerne alle Bewerber für das YouTube Symphony Orchestra begrüßen und ein paar Hinweise, die vielleicht praktikabel sind, ein Probespiel erfolgreich zu bestehen, geben. Eines der schwierigsten Sachen, das ist das, wovon wir manchmal träumen, das ist das Konzert Nummer 2 von Karl Ditters von Dittersdorf. Das wurde 1767 geschrieben, das heißt, es ist ein Stück vorklassische Musik. Wir müssen das wissen, und zwar, weil wir dürfen nicht in der Technik eines Richard Strauss oder eines Igor Strawinsky Stückes spielen, sondern wir müssen in der klaren Artikulation der eleganten und positiven Musik, dieses Mal in D-Dur, die Dittersdorf gebraucht hat, müssen wir etwas sagen, etwas musikalisch ausdrücken. Wir fangen dabei an mit einem kleinen Thema, das ist wie ein Signal einer Trompete. Dazu möchte ich sagen, dass ich sehr viele Spieler beobachtet habe, die diesen Fingersatz benutzen, aber auch sehr viele, die einen anderen Fingersatz nehmen, der nicht so praktikabel ist. Das wäre zum Beispiel hier mit ständigem Seitenwechsel. Wenn wir das hören und im Vergleich den anderen Fingersatz, dann merken wir, der andere Fingersatz ist ökonomischer, weil wir müssen einmal die Seite weniger wechseln und das Bild, was ich gebe, ist klarer. Das kann ich ganz leicht spielen, als ob ich auf einer Geige spiele. Hier ist es so, dass ich aufpassen muss, ich habe gerade einen Fehler mit Absicht gespielt. Ich habe, wenn ich das tue, ist mein Arm sehr beschäftigt, der Winkel des Bogens sehr gefährdet, dadurch, dass ich meine Saiten zu lange jeweils spiele. Ich habe keine Zeit zu artikulieren. Ich muss hier aufpassen, statt, das war mein Fehler eben. Deshalb, wenn ich nochmal anfange. Dann habe ich ein relativ klares Bild erreicht. Das heißt, diese schrecklichen Intervalle, die ich alle greifen muss, man hört sie nicht als Arbeit. Und das ist eigentlich dann so, dass man akzeptiert wird. Man kann musikalisch etwas ausdrücken, was fröhlich und elegant klingt. Das wäre der erste Satz dieses Konzertes von Dittersdorf. Ich versuche es noch einmal zu spielen im Zusammenhang, ohne viel dazwischen zu reden. Aber es ist ein Beispiel auch für die Tempogebung. Denn wir müssen wissen, wir dürfen nicht einfach lesen Allegro. Nein, es steht da Allegro Moderato. Und ein Allegro Moderato ist immer zu zählen in 4. 1, 2, 3, 4. Als ob jemand spazieren geht. Thank you.
Dann hätte ich etwas abgegeben, was den Kontrabass auf allen vier Seiten zeigt, aber es muss leicht klingen. Es ist die Zeit gewesen, die Zeit der eleganten tänzerischen Musik. Das wäre über den ersten Satz des Dittersdorf-Konzertes zu sagen. Es ist technisch eine oder die andere Frage, die wir erörtern müssen. Auf jeden Fall ist es so, dass wir die Intervallvergrößerungen, zum Beispiel hier, nicht einfach ohne Richtung spielen können. Alle Dinge, alle Skalen, alle Erweiterungen, alle Intervallvergrößerungen oder auch Musterwiederholungen, zum Beispiel, wir können, viele Bassisten spielen so. Es ist so in der klassischen Musik, dass eine Tonwiederholung immer Drama bedeutet. Wir machen nur am Schluss ein Mordent. Aber die vier gleichen Noten, wir treffen diese Formel bei Beethoven, bei Robert Schumann später sogar wieder. Da hätten wir eine Sache, die sehr wesentlich ist. Die andere ist eine Intervallvergrößerung. Wenn ich hingehe und spiele, das heißt, ich schreite nach oben, ich mache eine Skala, die aber immer mit der Repetiergrundnote korrespondiert. Das heißt, das Intervall wird immer größer. Terz, Quint, Sext, Septime und Oktave. Dann wird es spannend, wenn ich zeige, oh, da ist ein Körper. Das heißt, es dient auch der musikalischen Sprache. Es ist die Zeit der Vorklassik gewesen, da waren diese Mittel, die sprachlichen Mittel, für musikalischen Ausdruck. Für Drama, für Fröhlichkeit, für Traurigkeit. Das wäre über den ersten Satz des Konzerts von Dittersdorf zu sagen. Und ich glaube, wir müssen die Zeit, in der das Stück geschrieben ist, immer mit in unseren Übeprozess einnehmen. Dankeschön.